Du hast dich schon immer gefragt, wie man so eine krasse 3D-Pop-Up-Karte erstellen kannst. Du glaubst, das ist super schwer? Das zeige ich dir, dass das ganz einfach ist. Du bist hier auf dem Kanal von speedclipping.com. Los geht's! Alles, was du brauchst, sind primär zwei bis drei Sachen. Zum einen ein Bild von einem Smartphone oder einem Tablet, was jemand in der Hand hält, was auf dem Tisch liegt. Hauptsache es ist ein bisschen schräg und man kann den Monitor richtig gut sehen. Und das zweite ist das Objekt, was sich daraus halt hervorhebt. Es kann ein Sportler sein, es kann ein Tier sein. Ich habe auch sehr, sehr coole Bilder gesehen, wo jemand da wieder raus so auftaucht. Und da habe ich jetzt hier so ein Bild aus dem Stadion mir rausgesucht von diesen zwei Sportlern. Und natürlich, was gibt's denn, bräuchten wir noch? Hier so eine Rasentextur, ich werde jetzt mal probieren, die hier einfach zu verwenden. Das erste, was wir machen müssen, ist natürlich hier den Monitor selber freizustellen. Das Schöne ist, wir sind hier bei speedclipping.com, da kannst du dir ganz einfach diese lästige Freistellarbeit ersparen lassen, indem du das Bild dorthin schickst und die das für dich freistellen. Es geht sehr, sehr viel schneller. Wenn du es aber trotzdem händisch machen willst, hier auf dem Kanal findest du auch weitere Videos, zum Beispiel zum Pfadwerkzeug, was jetzt hier mein Tool Nummer 1 wäre. Wenn du jetzt aber so einen Pfad kriegst, kannst du mit gedrückter Steuerungstaste die Auswahl laden und dann eine neue Ebene erstellen und mit Shift Backspace diese Fläche erstmal mit schwarz füllen. Jetzt siehst du, haben wir hier einen komplett schwarzen Monitor. Jetzt kann man auch nochmal gucken, ob hier die Auswahl auch gut geworden ist. Und ich finde, das sieht sehr gut aus. Bis hier vorne an dem Finger. Da würde ich jetzt einfach hingehen mit einem B, rufst den Pinsel auf. Ganz kleine Größe, aber ganz harte Härte. Und dann mit einer schwarzen Vordergrundfarbe, 100% Deckkraft, nochmal hinzugehen und hier die Kante ganz leicht zu verbessern. Weil diese weiße Kante, da bin ich ziemlich sicher, die würde man im Endeffekt negativ merken. Na, das war zu viel. Mit STRG LZ kannst du es wieder rückgängig machen. Jetzt sieht es besser aus. So, jetzt müssen wir natürlich unseren Rasenhintergrund da reinkriegen. Probiere ich jetzt einfach mal aus, indem ich hier mit dem Lasso-Werkzeug mir einfach hier grob diese Rasenfläche hier nehme und dann mit dem V ins Verschieben-Werkzeug und das einfach mal hier rüber ziehe. Und dann mit STRG T kann ich das hier größer skalieren. So, finde ich, sieht das doch ganz gut aus. Und jetzt kommt nämlich der Trick, mit dem Rechtsklick hierauf erstellen wir eine Schnittmaske. Dadurch wirkt sich dieses ganze Rasenbild eben nur auf diese schwarze Fläche darunter an. Und damit haben wir jetzt schon mal den Monitor ausgetauscht. Wenn es jetzt perspektivisch noch nicht so ganz passt, was hier allerdings recht gut tut, würde ich nochmal mit STRG T hingehen und dann versuchen, hier beispielsweise über Verzerren hier noch ein bisschen so die Perspektive anzupassen, dass das dann noch besser aussieht. So. Im besten Fall halt wirklich, dass es nach hinten, dass es so aussieht, als ob das Ganze nach hinten weggeht. So, ich versuche das jetzt hier einfach ein bisschen zu verzerren. So. Ein bisschen drehen. So. Und nochmal frei transformieren. So, finde ich, sieht das gut aus. Genau. Der Schatten da sieht jetzt vielleicht ein bisschen komisch aus, aber fällt meiner Meinung nach auch nicht negativ auf. Und jetzt kommt schon die Sache, die halt wirklich so der 3D-Pop-Up-Effekt darstellt. Nämlich, ich hebe mit STRG D hier erstmal aus, indem wir hier den Fußballspieler freistellen und rüberbringen. Natürlich könnte ich jetzt auch hier wieder ewig lange mit dem Pfadwerkzeug rumwursteln. Oder direkt, ich schicke es zu speedclipping.com. Lade hier einmal die Auswahl und kann den auch dann wieder hinüberschieben. So. Jetzt siehst du schon, der Kollege ist ein bisschen zu groß. Ich erstelle aber als allererstes Rechtsklick darauf ein Smart-Objekt, weil das Smart-Objekt hat die Vorteile, wenn ich es größenmäßig jetzt kleiner skaliere, dann geht mir keine Qualität verloren, die mir halt sonst verloren gehen würde, wenn ich das jetzt einfach kleiner skalieren würde, merken, oh, es ist zu klein und es dann wieder aufskalieren würde. Ich rufe jetzt mit STRG T den Transformieren-Modus aus und dann mit der Shift-Taste
kann ich es halt hier größenmäßig skalieren, dass er hier ungefähr die gleiche Größe hat. Sieht man auf jeden Fall schon, dass er hier aus dem Bild heraus springt, sage ich mal. Wir können jetzt nochmal hier so in der Position her anpassen, dass er vielleicht ein bisschen mittig sitzt. Das finde ich, sieht schon mal ganz gut aus. Vielleicht noch einen ganz Ticken drehen. Dann wirkt das Ganze, wirkt er nämlich noch dynamischer. Ja. Finde ich gut. Und was ihr jetzt sieht, ist aber immer noch wirklich so aus, als ob er da irgendwie einfach reingesetzt worden wäre. Das wollen wir nicht. Was fehlt, um dem, ich sag mal, Hauptrealismus zu verschaffen, ist natürlich ein Schatten. Und ich würde vielleicht noch dafür sorgen, dass der Ball auch hier schon so ein bisschen, naja, Bewegungsdrive, nenne ich es mal, hat. Aber fangen wir mit dem Schatten an. Ich würde dir empfehlen, eine neue Ebene zu erstellen, einen Pinsel zu nehmen, schwarze Vordergrundfarbe, vielleicht eine Deckkraft von 50%, Fluss ein bisschen runter und dann hier ein bisschen erstmal einfach zu malen, die Ebene natürlich da drunter schieben, mit einem mittleren Pinsel, mit einer eher weichen Kante, hier einmal dort und dann müssen wir jetzt gucken, von wo kommt der Schatten, beziehungsweise die Lichter kommen von der Seite, das heißt, der Schatten muss nach hier hinten gehen und auch von dem Ball selber nochmal, so, denkst du, ja, das ist wahrscheinlich auch viel zu krass, was der hier malt als Schatten. So, und wir nehmen jetzt nämlich den Ebenenmodus und ändern den formal auf hartes Licht. Da ändert sich jetzt nicht viel, aber wenn wir jetzt ein bisschen die Deckkraft reduzieren, dann sieht das doch gleich viel besser aus. Ich gehe jetzt einfach mit einer Ebenenmaske heran, mit einem Pinsel mit einer schwarzen Vordergrundfarbe, diesmal 100% Deckkraft und male hier den Schatten an der Kante auf den Fingern weg. So, sieht das jetzt schon mal viel besser aus. Ich würde vielleicht nochmal hingehen mit einer neuen Ebene nochmal ein ganz härteren, noch dunkleren Schatten direkt hier unten drunter zu malen. Also ein Schatten, auch dazu gibt es schon ein Video, setzt sich halt daraus realistisch zusammen, dass es unterschiedliche Schattenebenen gibt. Also unterschiedliche Helligkeitsverläufe im Schatten selber. So, finde ich, sieht jetzt schon mal sehr, sehr gut aus. Also bin schon sehr weit gekommen. Man sieht, es steht hier auch schön raus, passt auch sehr gut hier mit der Hintergrundunschärfe. Was man noch machen könnte, dem Ball eine leichte Bewegungsunschärfe zu geben. Dafür müssen wir den Ball erstmal auswählen. Mache ich einfach mit dem Lasso-Werkzeug und dann mit Steuerung bzw. Command J auf eine neue Ebene zu duplizieren. Achte darauf, dass wir aber die hier ausgewählt haben. Weil wenn du es, sonst würdest du es aus der, beispielsweise dem Rasen ausschneiden. Jetzt siehst du, wenn ich die ausblende, haben wir hier nur noch den Ball. Und jetzt blende ich die aber erstmal aus und füge hier eine Ebenenmaske hinzu, um non-destruktiv, ich sag mal, den Ball zu entfernen. Rübergemalt und weg ist der Ball. So, und jetzt einfach auf die Ebene, siehst, hier ist der Ball, jetzt hinzugehen, Filter, Weichzeichnungsfilter, Pfadweichzeichnung. Und jetzt, siehst du, kann ich hier einen Pfad setzen, wie der weich gezeichnet werden soll. So, finde ich, sieht das doch jetzt ganz gut aus. Bestätigen das Ganze mit OK, klicken hier oben den Haken auf hohe Qualität an. Wir wollen die bestmögliche Qualität. Und jetzt sieht das wirklich so aus, als ob der Ball da gerade vorbeikommt und er nur darauf wartet, dem so einen richtigen Bumm-Kick zu geben. So, ich finde, das sieht doch jetzt schon mal sehr gut aus. Man könnte probieren, vielleicht den Rasen, fällt mir gerade auf, noch so ein bisschen, ein kleines bisschen heller zu machen. Dafür wähle ich die Rasenebene an und wende da oben drüber dann eine Gradationskurve an, wieder als Schnittmaske und ziehe die so ein bisschen nach oben. Dadurch passt sich nämlich die Helligkeitsverteilung eben dann auch ein bisschen besser an. Und ich finde, so, ja, kann man das sehen lassen. Wenn man das jetzt als Werbung verwenden würde, könnte man beispielsweise hier unten auch noch so einblenden, als ob der Finger damit jetzt einen Cursor oder so steuern würde. Aber ja, das ist hier überhaupt keine Sache und vollkommen frei für dich. Ansonsten, ich hoffe, das Tutorial hat dir gefallen. Wenn dem so ist, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.